So, liebe Leute, ich habe hier ein paar schöne Sachen. Einmal hier ein Adapter für mein Lipo-Ladegerät, um den Truxas-Akku aufzuladen. Hier der Truxas-Stecker. Hier der Lipo-Konnektor-Anschluss, den man dann an das normale Lipo-Ladegerät anschließen kann. Hier verschiedene Adapter für verschiedenzellige Traxxas-Akkus. Und dann habe ich natürlich das. Was ist das? Ein Lüfter für den Fahrtenregler vom Traxxas Rustler 4x4 VXL für den Brushless Fahrtenregler. Der Fahrtenregler wird, denke ich mal, nach einer Zeit richtig heiß. Das habe ich schon bei anderen gesehen. Deswegen montiere ich diesen Lüfter und dann wird das bisschen besser gekühlt, hoffe ich. Dann fangen wir mal damit an. So, Clip wieder auf. Erstmal die Kiste wieder aus. So, hier ist der Fahrtenregler. Wir haben ja auch eine Anleitung dabei, wie rum wir den montieren, und das sollte ganz einfach gehen. Stecker ab. Erstmal. So, auspacken. So, da haben wir den Lüfter auch schon. Niedliches Teil. Aber ich denke mal, der bringt das, für was er auch gemacht ist. Kühlung für den Fahrtenregler. So, da stecken wir das Ganze mal drauf. Wo ist das Kabel? Hier. Schauen wir mal in die Anleitung rein. Ihr seht schon, ganz leicht beschrieben, wie das Ganze montiert wird. Hier haben wir auch schon das Kabel, was am Lüfter angeschlossen wird. Das kommt dann auch hier rein. Fest. Und dann das Ganze einfach hier drauf. Fest. Das war's auch schon. Ich schalte mal die Kiste ein. So, einschalten. So, Akku verbinden. Power. Und ihr seht schon, der Lüfter dreht sich. Es funktioniert alles einwandfrei, so wie es soll. Der Fahrtenregler wird schön gekühlt, also kann man schön Gas geben mit der Karre, auch mit dem schnellsten Ritzel. Dann wird das schön ausreichend gekühlt, hoffe ich. Ihr könnt den Lüfter hören, wie er loslegt. Das Summen vom Lüfter. Ich denke mal, mit der Kühlung kann man so richtig geil rumheizen mit der Karre. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war ein hilfreicher Tipp für euch, wenn ihr diese Karre auch habt. Der Lüfter kostet nicht viel. Macht ihn euch dran. Das kühlt ungemein den Fahrtregler. Ich hoffe, dass ihr ein Like da lasst und dass ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video. Ciao, bis dann.